Claudia hat daheim schon immer Kindertanztheater gemacht mit ihren Freundinnen. Wir haben die ganze Familie involviert mit ihrem Theater. In unserer Wohnung hat sie damals die Kleider alle auch selbst genäht, mit ihrer Schwester zusammen, mit der Carmen. Dann haben wir Wäscheseil gespannt und die Kleider sind da gehangen wie in einem Magazin. Sie hat damals immer schon kontinuierlich Ballettstunden gehabt. Dann ist sie dabei geblieben, sie will halt tanzen, ist dann auch nach Salzburg und in Rom hat sie eine Schule besucht. Sie hatte einen Scheuermann und musste sagen, tanzen geht nicht mehr. Also was geht dann? Und dann war das wie ein Entdecken von sich selber, dass sie gemerkt hat, Tänzerin ist zwar etwas Wunderbares, aber eigentlich möchte ich noch viel mehr geben. Mit Musik, mit Tanz, mit Theater. Und das hat sie anderen Kindern weitergeben und auch ermöglicht. Claudia hat die erste Aufführung gemacht mit dem Merli, das kleine Mädchen mit den Schwefelhölzchen. Etwas, was mich am meisten beeindruckt, ist, dass es noch so Leute gibt heute auf dieser Welt, die etwas 40 Jahre lang machen, etwas durchheben und durch alle hoch und tief durchgehen und nachher liegt ein richtiges Werk da. Und die Tausende von Leuten, die immer ins Theater kommen und das mittragen und das auch weiter erzählen, das hat einen Wert, der über alles rausgeht, was wir heute sehen, also in dieser schnelllebigen Welt. In einer Zeit, wo eigentlich alles viel kurzlebiger wird und wo alle zusammen nach 5 Jahren das erste grosse Jubiläum feiern, muss ich sagen, ist es wohltuend, dass es noch etwas gibt, das Konstanz hat, wo man sich daran heben kann und wo über Jahre hinweg Qualität liefert. Ich freue mich dann eigentlich immer auf Vorstellungen, weil da siehst du dann eigentlich das, was du das ganze Jahr durch geschafft hast. Und am Anfang habe ich einfach so ein bisschen geneigt. Ich habe auch gar nicht recht gewusst, wann ich da nein. Und ich habe dann einmal erst auf der Bühne gesehen, zu wem, dass denn das alles zusammengefügt worden ist. Ich bin jetzt seit 20 Jahren professionell auf der ganzen Welt ganz umeinander. Und du bist jedes Mal mit auf der Bühne. Tanz ist die Kunst, die am meisten die Seele beeinflusst. Theater gefällt mir am besten, dass es jedes Jahr eine mega gute Aufführung gibt und dass immer so viele Kinder mitspielen. Dann müsste ich Leute der Aufführung. Liebe Claudia, ich möchte dir danken für alles, was ich von dir gelernt habe. Vom Badebouret bis zu Lebensweisheiten, für Freundschaften, die ich geschlossen habe im Ballett, für Disziplin, die ich überhaupt nicht hatte, sonst, die ich wirklich von dir reingetrillt bekommen habe. Und ich bin sehr dankbar dafür. Und alles, was ich im Schauspiel gelernt habe, im Tanz, das habe ich wirklich von dir. Also für mich bedeutet das Kindertanztheater Claudia Gotti Leidenschaft, Kunst, Farbe, Gefühl. Und wenn das alles nicht mehr wäre, dann würde etwas fehlen. Kira!
mich reizt eigentlich am meisten so die ganze Entstehung. Und am Schluss hängen sie im Theater ausgeleuchtet und die Kinder davon und denke mir, wow. Die Altersklasse, die so gut zusammen funktioniert, dass die Kinder sich zurechtfinden auf der Bühne, ist wirklich ein Zauber am Werk, weil man eigentlich nicht würde denken, dass das so funktionieren kann. Finde ich. Eigentlich ist jede Vorstellung meine Lieblingsvorstellung. Ohne das Kindertanztheater wäre ich wirklich eine Musikerdarstellerin und dafür danke ich dir von Herzen, liebe Claudia. Die Kinder kommen auf die Bühne und sind einfach Kinder und die leben das. Ja, ja, Spontanität und die Leichtigkeit auch, was Kinder machen. Und wenn sie Fehler machen, dann ist das gut und können das auch überspielen. Es gibt nicht eine spezielle Leistung. Ich glaube, sie macht halt wirklich etwa 10 Sachen gleich gut. Und das ist Texte, das ist Musik auswählen, das ist Choreografieren, Nähen, Farben auslesen etc. Blaue Zitronen, das geht mir einfach näher, weil es sehr Claudia entspricht. Sorgfältig, sorgsam Kind an ein Thema herführen, das ist etwas, das so wie sie das macht, ihr nicht so schnell übernommen macht. Molto bello, das gesehen in die Welt, so wunderbar, das Grund geht. 1, 2, 3, die Landschaft liegt vorbei. Das ist ein grosses Verdienst von der Claudia Gorti, dass sie gemerkt hat, wo die Möglichkeiten sind vom Einzelnen und dass eigentlich jedes Kind seinen Platz findet. Bauen wir uns eine kleine Stadt. Wenn sie Anreiz hätten von diesen Vorführungen, dann wären sie wahrscheinlich nicht bereit, den Einsatz zu bringen. Ich meine, die werden in der Stunde gefordert. Da ist dann schon mal ein Zuckerbrot und Peitsche, würde ich jetzt so sagen. Was meint ihr? Aber niemals Gebeterin. Gebeterin. Wir sind da, um auch die Erfahrung zu machen, dass man etwas erreichen kann, wenn man halt daran hilft. Was wir eigentlich in 3 Einrichtungstagen machen, macht das professionellste Ballett in 2 Wochen. Ich habe gedacht, ja, so ein Kindertanztheater, eine kleine Aufführung, gehst du mal schauen. Ich bin dann schauen und war erschlagen von diesen Farben und von diesen Tänzen. Und da ist mir einfach das Maul offen gestanden, weil ich einfach nur gestaunt habe. Es war eigentlich fast auch eine Lebensschule. Zum Beispiel, was ist Teamwork? Wie gut ist ein Tanz? Ein Tanz ist nur so gut wie die schwächste Tänzerin in der Gruppe. Also hat man dann die Rechte, manchmal bis auch ich, irgendwie böse angefechtet. Man muss jetzt das Bein strecken, weil wir als Gruppe wollen, gut sein. Und das finde ich schon, das ist eine Lebensschule. Es ist nicht das Einzelkämpfen, sondern es geht ums Gesamte. Es gibt in unserer Stadt viel Angebot für Kinder und Jugendliche. Aber das Kindertanztheater ist natürlich da eine einmalige Grösse und rundet das Angebot auf der kulturellen Seite sehr wohltuend ab.
Frau Gotti kann eigentlich alles, was sie immer gemacht hat, mega gut. Ach, die schöne deutsche Sprache lernt sie nie. Eine Katze. Das ist böse. Für Pardon sagt man es. Stüssi. Bist du sauer? Machst du Latz? Kriegst du Haue? Dann gibt's das. Heidi! Großvater! Das Kindertanztheater ist für mich ein Grundstein von meinem Leben. Das hat mich durch meine Kindheit, durch meine Pubertät bis ins Erwachsenenalter begleitet. Und das war so eine Konstante. Und ich muss sagen, ich glaube, ich wäre nicht die gleiche, wenn ich nicht zu der Claudia ins Ballett wäre. Also, liebe Claudia, ich kann dir nur ganz von Herzen gratulieren. Voller Bewunderung für deine Leistung, für deine Kraft, für alles. Ganz herzliche Gratulation zu 40 Jahren Kindertanztheater. 40 Jahre Claudia Gorti mit unermüdlichem Arbeiten. Liebe Claudia, vielen Dank für die 40 Jahre, die du uns gegeben hast. Vielen Dank für die tolle Zusammenarbeit. Viel Glück für deine Zukunft. Und wir hoffen, dass wir das noch lange weiterführen, die schöne Zusammenarbeit mit dir. Ohne dich wäre das Leben einiges grauer gewesen. Und immer wenn wir an dich denken, dann müssen wir fest lachen. Und wir hätten dich alle schon ein paar gerne. Ja, ich wünsche dir, Frau Gorti, dass sie immer mega gute Musik findet und ja, dass sie immer Glück hat. Liebe Claudia, zu deinem 40. Jubiläum wünsche ich dir, dass du noch möglichst viele Vorstellungen machen kannst, wenn du Kraft und den Spass noch hast. Ich würde dir sagen, dass ich in dieser Zeit auch dabei bin. Liebe Claudia, ich wünsche dir Nerven aus Drahtseil und noch ganz, ganz, ganz viel Energie, dass du dann noch viel, viel Jahr machen möchtest. Und ich hoffe, dass ich dann auch noch weiterhin nähen und dich unterstützen kann. Ich habe mit den grössten Schauspielern zusammengearbeitet, mit den grössten Choreografen, mit den grössten Regisseuren. Und du gehörst in den kleinen Kreis auch dazu. Claudia, ich gratuliere dir von ganzem Herzen zu deinem 40-jährigen Jubiläum. Hallo, Frau Gorti. Hallo. Hallo. Wir gratulieren dir ganz herzlich für dein 40-jähriges Jubiläum. Seit 40 Jahren machst du Magie. Ich bin sehr glücklich und sehr dankbar, dass ich von diesen 40 Jahren 10 Jahre dabei bin. Du hast mich unglaublich geprägt und sie machen so viele Kinder, so viele Eltern, so viele Großeltern, so viele Tanten, so glücklich. Es gibt auf der ganzen Welt nicht eine Frau Gorti. Ich habe das jetzt gesehen. Überall, wo ich hingehe, gibt es keine Frau Gorti, kein Kindertanztheater. Und Winterthur kann sich wirklich glücklich schätzen, dass es dort existiert. Danke Ihnen. Schade, dass es keine Frau Gorti gibt. Ciao! Liebe Gorti, Claudia Gorti. Du sagst das alles.